Okay, hängen wir mal hier ab. Ein bisschen. Hey, Shepard. Trinken Sie auch was? Okay, wie geht es allen? Hier im Hintergrund. Es ist wirklich schön hier. Es ist toll. Ruhig. Nach der Aufregung während der Mission ist ruhig doch gut, oder? Eigentlich schon. Aber wenn es ein wenig wilder wäre, fände ich das auch in Ordnung. Die Nacht ist ja noch jung. Mir gefällt das so. Könnte es bestimmt noch ändern. Ganz Ihrer Meinung, Boss. Bin froh, einfach mal abzuschalten. Ah, okay. Wir können die Leute, die uns eine Nachricht geschrieben haben, auch direkt nochmal anreden. Hey, James. Amüsieren Sie sich? Ich bin entspannt, aber amüsieren? Meine Abschlussfeier im Kindergarten war amüsanter als das hier. Sehr witzig. Keine Sorge. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wissen Sie, ob der Wasserfall da warmes oder kaltes Wasser führt? Ich hoffe, kaltes. Ach, sehr gut. Ich find's gut, dass das mit dem Gästeabhängen einfach nicht weggeht. Ah. Wissen Sie, warum Cerberus verlieren wird? Demografie. Wenn man einen 20-Jährigen ohne Perspektive rekrutiert, wird der sich für die Sache ins Zeug legen. Aber gibt es bei Cerberus alte Leute? Familien? Nein! So eine Terroristengruppe hat keine Zukunft. Und die Bezahlung war zwar gut, aber Urlaubsanträge konnte man vergessen. Da ging gar nichts. Da fällt mir ein, ich habe gehört, dass Sie Vater werden. Herzlichen Glückwunsch. Stimmt, herzlichen Danke. Glückwunsch. Ist aber ja ich cool. müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Angst habe. Sie machen das schon. Sie haben Beschützerinstinkt. Und genau das braucht man dafür. Was sagen Sie dazu, Joker? Wie würden Sie Cerberus zum Erfolg verhelfen? Ich würde Cerberus populär machen. Mit einer großen Propagandakampagne, wie bei einer Präsidentenwahl. Wohltätigkeitsdinner, Hände schütteln, Babes küssen. Sie meinen vermutlich Babys küssen. Nein. Ich weiß, was ich gesagt habe. Sehr gut, dieses mit dem Gästeabhängen. Warum geht es nicht weg? Warum? Oh, das ist ja doof. Es ist weggegangen. Sehr schön. Ich vermisse die Zeiten, als Cerberus einfach nur völlig unfähig war. Ja, das Sie war wissen schon, besser. Als Sie beide am Steuer waren. Wie bitte? Ich war nur beim Lazarus-Projekt am Steuer. Und das war, wie Sie wissen, überaus erfolgreich. Hey Commander, hier spricht Cerberus. Wir haben einige Rachni studiert, aber die sind entkommen und haben alle unsere Männer getötet. Könnten Sie sich darum kümmern? Es ist nur ein System von dem Ort entfernt, wo wir einen Mann an die Geth angeschlossen haben, der dann entkommen ist und alle unsere Männer getötet hat. Sie hatten beträchtliche Opferzahlen vorzuweisen, aber wenigstens waren es damals hauptsächlich Opfer in den eigenen Reihen. Mhm. Wir wussten, dass einige Zellen schlimme Sachen machten. Aber die Allianz und der Rat haben nichts unternommen. Und wir haben gute Arbeit geleistet. Und kritische Situationen verursacht. Jede Menge davon. Hey, das ist nicht okay, Kasumi. Sind wir nicht der Aber wir haben Commander Shepard zurückgebracht. Und nach dem Sieg über die Kollektoren habe ich mit Cerberus gebrochen, bin entkommen und habe angefangen, alle ihre Männer zu töten. Und dafür danken wir Ihnen. Jeff, Gute du Arbeit. Weißt aber schon, dass ich auch ein Cerberus-Projekt bin? Ach, Mist. Verdammt. Oh, cool. Edie? Haben Sie heute Beobachtungsabend, Edie? Teilnehmende Beobachtung. Das klingt nicht ganz so freundlich. Eigentlich ist es das genaue Gegenteil. Hm, okay. Joker! Hey Commander, irgendwie seltsam, alle auf einem Haufen zu sehen. Finden Sie? Und das ist gefährlich. Ja, seltsam, aber schön. Es gefällt mir, dass wir nicht immer nur Armdrücken gegen die Reaper machen. Wie auch immer, danke fürs Organisieren. Ich werde versuchen, nicht allzu peinlich zu sein. Keine Sorge, es passt schon. Wir kennen uns ja alle. Jacob? Danke für die Einladung, Shepard. Es ist schön, Sie so zu sehen. Wie gefällt Ihnen die neue Crew? Sie versammeln immer die Besten um sich. Viel Spaß. Ja, wir haben die Besten bei uns. Oh Gott, Echt eine Fliege? Ihre Gäste sind entspannt und scheinen sich zu amüsieren. Soll ich diese Atmosphäre beibehalten oder ändern? Wir bleiben entspannt. Es ist schön. Bleiben wir entspannt. Jawohl, Commander. Vorerst. Wie jetzt? Dafür muss er nochmal laden? Oh. Oh mein Gott, sagt jetzt nicht, ich kann so viele Kombinationen produzieren. Unglaublich. Runter damit. Ich trinke ja. Aber das ist kein Trinkspiel.
Angst vor einer Niederlage. Angst vor einer Niederlage? Mit Angst hat das nichts zu tun. Ich weiß ja, dass ich verliere. Logik ist was für Salarianer. Der große Erdner Grax hat sich vor eine Herausforderung gedrückt. Ich habe nie zugesagt. Also schön. Trinken. Ha! Ich muss Sie warnen, Grunt. Meine erste Leber ist wegen diesem Zeug schon vor Jahren vertrocknet. Ihre beiden hingegen sind sicher noch rosa und quirlig wie Baby-Pie-Jacks. Zur Sache, alter Mann. Trinken Sie. Okay. Shepard? Grant? Shepard! Rex? Commander Shepard. Shepard! Was? Rex? Grant? Was? Shepard! Was geht dir gerade an? Shepard! Shepard? Was geht dir vor sich? Shepard? Grant? Shepard! Rex? Commander Shepard. Shepard! Rex? Grant? What? Shepard. Was ist hier los? Shepard! Shepard? Okay. Shepard? Grant? Alles okay, alles gut. Was zur Hölle geht hier vor sich? Shepard! Ah, schnell weg hier. Moderner können die kleinsten Details unserer Umwelt lesen. Tätowierter Mensch, ich würde sie gerne berühren. Dafür bin ich noch lange nicht betrunken genug. Was meint er damit gar nicht? Dann Sie, Shuttle-Pilot. Wie wär's mit Ihnen? Warum ist Javik plötzlich so kontaktfreudig? Ich glaube, Alkohol funktioniert bei ihm. Sie Arschloch mit Kollektorengesicht. Warum berühren Sie sich nicht selbst? Das kommt erst am Ende der Party. Was ist los? Okay, Alkohol scheint bei ihm ganz gut zu funktionieren. Cool, sie sind wirklich in Commander! Javik? Verzeihen Sie, ich habe die angebotenen Drinks zu mir genommen. Natürlich. Vielleicht sollten Sie jetzt ein bisschen auf die Bremse steigen. Amüsieren Sie sich alle. Wird es bald etwas zu essen geben? Du hast Hunger, Edie? Nein. Aber meine Forschung legt nahe, dass das Servieren alkoholischer Getränke ohne begleitende Nährstoffe als unklug gilt. Mhm. Ich könnte schon was essen. In meinem Zyklus hatten wir auch zu essen. Jede Menge. Alles Mögliche. Mensch. Sind Sie okay? Ich bin ein Proteaner. Ich bin niemals okay. Obwohl dieses Getränk das gerade ändert. Ich hätte jetzt total Lust auf Fish and Chips. Fettig, salzig, knusprig. Ach. Und zergeht im Mund. Wenn sie gut gemacht sind, schmecken sie ja nicht schlecht, aber... ist richtig fettig. Ja... Klingt gut. Bestellen wir das. Soll ich Fish and Chips besorgen, Shepard? Steve, ist das so etwas wie eine Leibspeise? Na, eigentlich bin ich eher der Nachtischtyp. Meine Tante hat immer diese Schokoladen-Lava-Bomben-Torte gebacken. Wow. Als ich Cerberus entkommen war, habe ich in einem Laden diese Schokoladenkekse gefunden. Oh, ich habe mich buchstäblich durchgefressen. Echt ums Essen? Nichts in diesem Zyklus ist mit der Nahrung meines Volks vergleichbar. Vielleicht sollten sie dann für uns kochen, Javik. Die meisten unserer Zutaten sind ausgestorben. Außer Kroganern, Asari, Turianern, Salarianern und Quarianern. Können wir irgendwelche davon entbehren? Ich hoffe, sie fühlen sich nicht ausgeschlossen, Edie. Keine Sorge. Ich setze eine Sozialisierungsprotokollfunktion ein, die im Lieferumfang dieser Einheit enthalten war. Sie heißt Lächeln und Nicken. Okay, dann kümmere ich mich mal um mehr Essen. Mhm. Ach was, vergessen Sie das. Die Bar ist viel beeindruckender. Sehen wir sie uns mal genauer an. Uns fällt bestimmt einiges ein. Getränke. Das wäre mir viel lieber als... Oder auch nicht. Ich bin eigentlich fürs Essen. Zu viel Trinken macht sie ein bisschen verrückt. Was Essen ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich kümmere mich um weitere Snacks, sobald ich dazu komme. Danke. Wenn es sich ergibt. Es eilt nicht. Natürlich, ganz entspannt. Coole Party. Und entspannen Sie sich ein bisschen, okay? Warten wir es ab. Noch, entspannen wir. Vorglühen. Jack? Gespräche übers Essen. Bei einer Party.
Zur Unterhaltung. Gelangweilt? Kann ich hier irgendwo was in Brand stecken? Hinter dir brennt was. Der Kamin ist da drüben. Ja. Ach nein, das ist nicht dasselbe. Oh je, ich möchte doch erstmal mit allen reden, bevor ich hier weitermache. Ich muss also wirklich auf Milchprodukte verzichten. Laktoseintolerant? Trotzdem nicht schlecht. Wir laufen so durch die Gegend. Und sie kommt einfach aus dem Nichts hervor. Jetzt muss ich natürlich alles durchlaufen, um zu sehen, ob sie irgendwo nochmal erscheint. Ja, ich glaube, das ist kaltes Wasser. Warmes wäre ein bisschen zu teuer. Was ist hier los? Da hat sie schon wieder zu viel getrunken. Natürlich ist die SR2 viel größer. Darum hat das Belüftungssystem ein Upgrade bekommen. Mehr so ein... So klingt das wirklich. Oh Gott. Es ist jetzt viel mehr Platz. Weiter oben ist es dann eher ein... Ein was? Sie müssen sich vorstellen, dass meine Arme die Tragflächen sind. Natürlich. Drüben bei der Krankenstation. Ganz genau. Hey, sie kennen sich aus. Kann ich hier durch? Ja, sehr gut. Trotzdem, ich mein, was ist hier los? Die erste Normandy war wirklich etwas Besonderes. Mhm. Und ihr Commander war der erste Spectre der Menschen. Der Sie waren dabei, Doc. Genommen. Wie war's? Anfangs war ich überwältigt, aber dann wurde sie mein Zuhause. Verstehe ich. Mann, ich hätte sie wirklich gern gesehen. Sie haben das überlegene Modell gesehen. Ich lobe Cerberus nur höchst ungern, aber ich muss sagen, die SR2 ist besser als die SR1. Ganz ohne Zweifel, soweit ich das beurteilen kann. Ja, aber die erste hatte so einen Charme, weil alles so kompakt war. Okay. Worüber wird hier gerade geredet? Tali hat die Unterschiede zwischen der ersten Normandy und der SR2 vorgemacht. Vorgemacht? Möglicherweise habe ich das aufgenommen und ins Extranet gestellt, wo es bereits 6 Millionen Hits und eine Fanseite hat. Oh yeah. Sie sollten beten, dass ich sie niemals finde. Okay, aber welche ist besser? Die SR2 ist schwieriger nachzumachen. Ist sie damit besser oder schlechter? Die SR1 war ein gutes Schiff, aber die SR2 war für die Normandy ein Neubeginn und hat sie wirklich großartig gemacht. Man muss sich mal ansehen, was sie erreicht hat. Die SR2 hat ein gutes Schiff noch besser gemacht. Mhm. Die ursprüngliche Normandy wurde vom Turianischen Rat und der Allianz entwickelt. Sie ist ein Symbol für die Zusammenarbeit von Mitgliedern der galaktischen Gemeinschaft. Und ohne sie wären wir nicht da, wo wir jetzt stehen. Oh. Die erste ist ein Projekt, ja, das die Gemeinschaft gefördert hat. Die zweite ist insgesamt einfach größer, deswegen wahrscheinlich auch besser. Schwer zu sagen. Aber die zweite würde ohne die erste gar nicht existieren. Wir hätten die SR2 nicht, wenn es die erste Normandy nicht gegeben hätte. Ich werde die Zeit auf diesem Schiff nie vergessen. Es hat mir viel bedeutet. Mir hat es auch viel bedeutet. Ja, genau. Also, reden wir über diese Klonsache. Das war doch echt abgefahren, was? Das stimmt allerdings. Tali? Das meine ich. Boah, Tali hat echt wieder ein bisschen zu viel Interesse. Aber das kennen wir ja. Übrigens fangen die immer wieder die von vorne an zu reden. Die erste Normandy hat uns alle zusammengebracht. Sehr gut. Also nicht von vorne. Ich weiß nicht, wo ich ohne sie wäre. Sie säßen vermutlich immer noch in dieser proteanischen Energiekugel fest. Was? Als Shepard Liara kennenlernte, war sie gefangen in einer... Was war das nochmal? Eine proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich bin auf etwas gestoßen, das ich nicht sehen sollte. Ich demonstriere das mal. Hilfe! Hilfe! Ich bin in einer Blase gefangen. Das ist lustig. Nein, ist es nicht. Es war es nicht. Jetzt irgendwie schon. So ein bisschen. Ich komme später nochmal hier zurück. Sehr schön. Auf jetzt geht's. Said und Garrus, die beiden Sniper. Dieses Apartment ist ein verdammter Witz. Die Sichtlinien sind nicht übel.
Ein einziger Vorteil. Und da soll ich schon beeindruckt sein? Und was zum Teufel soll das hier darstellen? Ja gut, die Kunst ist... Ich glaube... Das ist Kunst. Oh. Kunst, was? Okay, jetzt sehe ich's auch. Logisch. Kunst. Gefällt mir. Was sollte es sonst sein?